In Sachen perfekter Sturm wird nichts an die uneingeschränkte Katastrophe von Frankreichs WM-Kampagne aus 2010 herankommen. Es ist eine Geschichte von Rebellen, Verschwörern, Intriganten und Meuterern, Interventionen des Präsidenten und mehr Kämpfen als in einem Royal Rumble. Wenn Frankreichs Spieler in Südafrika ein wenig beschämt angekommen sind, nach Thierry Henrys berüchtigtem Handspiel gegen Irland in einem WM-Playoff, dann haben sie es in Angst vor dem Fallbeil verlassen. Im Zentrum des Sturms war der glücklose Trainer Raymond Domenech. Irgendwie hatte er trotz Frankreichs erbärmlichen Leistungen bei der Euro 2008 immer noch den Job. Schon bevor sie in Südafrika ankamen, war Frankreichs Weg dorthin geprägt von Kontroversen. Obwohl offensichtlich Führungspersönlichkeiten fehlten, hatte Domenech beschlossen, Patrick Vieira, Karim Benzema und Samir Nasri zu Hause zu lassen. Die Zeitungen berichteten über Intrigen der Spieler und Lobbyarbeit für ihre Lieblinge, die ausgewählt werden sollten. Talisman und Kapitän Thierry Henry hatte privat gesagt bekommen, er würde nicht in der Startelf stehen. In Frankreich nennt man einen Luxusersatzspieler wie Henry einen Nicht-Joker. Der Witz ging auf Domenech. Vor Frankreichs erstem Spiel gegen Uruguay kam es zur Auseinandersetzung zwischen Florent Malouda und Domenech. Es war ein Zeichen der Dinge, die noch folgen sollten. Als Spektakel war das 0:0, das sich danach abspielte, schrecklich. Aber als Heilmittel für Schlaflosigkeit genau das Richtige. Zinedine Zidans Einschätzung danach war so einfach wie brutal. Domenech ist kein Trainer. Es war eine Einschätzung, die eindeutig geteilt wurde von seinen ehemaligen Teamkollegen. Der nächste Gegner war Mexiko. Die 2:0-Niederlage, die Frankreich erlitt, war nicht der schlimmste Teil. Denn Nicolas Anelka ist einfach nicht erschienen zur zweiten Halbzeit. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, war, dass in der Halbzeitpause ein riesiger Streit ausgebrochen war. Ein paar Tage später half die Tageszeitung L'Équipe mit einer grafischen Überschrift dabei zu erklären, was genau vorgefallen war. Anelka weigerte sich, sich für sein unflätiges Mundwerk zu entschuldigen und wurde heimgeschickt. Patrice Evra und Fitnesstrainer Robert Duverne wurden beim Kämpfen gefilmt, bevor Frankreichs Kapitän in den Mannschaftsbus stürmte. Als er wieder auftauchte, gab er einen Brief an Frankreichs Trainerstab. Alle Spieler, ohne Ausnahme, wollen ihren Widerstand gegen die getroffene Entscheidung des französischen Fußballverbandes zum Ausschluss von Nicolas Anelka erklären. Zur Unterstützung des Verbanden Anelka weigerten sich Frankreichs Spieler zu trainieren. Es war keine Überraschung, dass dann auch das finale Gruppenspiel gegen Gastgeber Südafrika verloren wurde. Domenechs letzter Akt als Frankreich-Trainer war typisch stilvoll. Bei Abpfiff weigerte er sich, die Hand seines Gegenübers zu schütteln, bevor er dann von Frankreichs Fußballverband entlassen wurde. Es war ein unerfreulicher Akt, um das Ende einer der schlechtesten Perioden in der französischen Fußballgeschichte zu kennzeichnen. Die Aufregung in Frankreich war so groß, dass der damalige Präsident Nicolas Sarkozy Henri in den Élysée-Palast vorgeladen hatte. Keine Aufzeichnungen wurden jemals veröffentlicht von dem, was gesagt wurde.